Ja, liebe Pressevertreter, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Gäste, schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Henning Jurel, Stadionsprecher des Lüneburger SK. Ich begrüße euch recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel Lüneburger SK gegen die U23 von Werder Bremen. Ergebnis, ihr habt das gesehen, 1-0. Für den LSK 3 Punkte. Zu meinen beiden Seiten sitzen zu meiner Rechten Konrad 5 Stück, verantwortlicher Trainer der U23 von Werder Bremen. Und zu meiner Linken, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, letzten Sonntag. Ihr habt ihn wieder erkannt, Rainer Zobel. Rainer Zobel, Teamchef des LSK. Ja, danke schön. Zunächst zum Spiel. Wie bist du, lieber Konrad, mit dem Spiel zufrieden, unzufrieden? Dein Resümee zum heutigen Spiel. Ja, gut, ich denke, man kann das Spiel aus zwei verschiedenen Gesichten oder Gesichtspunkten aus betrachten. Lüneburg natürlich total kämpferisch, aufopferungsvoll, über 90 Minuten hinweg Spielfeld bearbeitet und mit einem Schuss in der ersten Halbzeit das 1-0 gemacht. Und muss man einfach nur noch sagen, das ist noch eine Qualität von der Mannschaft, wenn ich so leidenschaftlich und gut verteidige, wie es Lüneburg gemacht hat. Ich denke, für unsere Mannschaft ist es einfach heute auch wieder so ein Spiegelbild, wo wir schon das ganze Jahr über haben in dem Jahr. Wir haben da eine Mannschaft, die sich zu 95% aus Spielern zusammensetzt, aus der Jahrgangsstufe 2000. Das sind Spieler, die letztes Jahr noch in der U19 gespielt hat. Und das merkt man in der einen oder anderen Situation an Cleverness, an Erfahrung, an Souveränität, an Ruhe. Und das sind Dinge, die kannst du nicht trainieren, die kriegst du im Laufe der Jahre erst mit und die kommen irgendwann. Und was man einfach festgestellt hat, war bei uns trotzdem ein riesen Wille und ein großer Aufwand und das Gefühl, dass wir nie aufgeben. Aber ich glaube, wir hätten heute noch ein bisschen spielen können. Es war immer irgendwo ein Bein, ein Fuß, ein Hügel dazwischen, der es verhindert hat. In dem Sinne ist es schade, dass man hier mit leeren Punkten nach Hause fährt. Trotzdem, als Spieler ist es einfach mal so, dass du das auch anerkennen musst für eine Mannschaft. Gewinnt, das tun wir heute in Lüneburg. Und sagen deswegen alles Gute euch, eine gute restliche Runde und schönen Sonntag noch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die lobenden Worte auch. Das Wort geht an Rainer. Wie ist dein Resümee zum heutigen Spiel? Ja, ich denke, wir haben heute ein sehr kampfbetontes Spiel gesehen. Das war ein schwerer Boden. Es ging heute nur über Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, Leidenschaft. Das haben die Spieler alle gemacht. Da muss ich ein Kompliment aussprechen. Wie wichtig die drei Punkte für uns heute waren, das kann man an den anderen Ergebnissen ablesen. Das war wirklich wichtig für uns. Wir haben in den letzten drei Spielen, die wir verloren haben, oder vier Spiele sogar, mit dem Pokalspiel, besser gespielt als heute. Heute haben wir aber das Glück auf unsere Seite gehabt und in den letzten vier Spielen oder drei Spielen haben wir das Pech auf unserer Seite. Das gleicht sich im Fußball Gott sei Dank immer aus. Ich denke, das war heute auch ein unentschiedenes Spiel und wir waren die Glücklicheren. Ich mache eins ungern, aber heute muss ich es mal machen. Ich möchte mal zwei Spieler besonders hervorheben. Und das war unglaublich, was Lukas Pegelow geleistet hat. Und auch Mo. Mo hat eine hervorragende Sechser gespielt als Backup für Wolke. Man hat Wolke kaum vermisst oder gar nicht vermisst. Vielen Dank an die beiden, aber die andere Mannschaft hat eben auch wirklich leidenschaftlich gearbeitet. Fußball gespielt wurde leider ein bisschen wenig, was auch manchmal den Platzverhältnissen, den tiefen Platz geschuldet war. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Zobel. Vielen Dank auch für die 923 Zuschauer, die heute hier waren. Wir haben fast die 1000 geknackt, wir freuen uns sehr. Jetzt an die anwesenden Pressevertreter. Liebe Pressevertreter, gibt es von euch aus noch Fragen? Safti, ich sehe dich, du sagst nein. Wenn das nicht so ist, ja, dann vielen Dank an alle Beteiligten, bleibt gesund. Unsere Gäste aus Bremen wünschen eine möglichst verletzungsfreie Zeit. Kommt gut nach Hause, wir sprechen so weiter, improvisiert. Ja, und die anderen weg höre ich gerade. Bleibt alle gesund und schönen Sonntag, Konrad, mach's gut, tschüss.